Nee. Nach 5 Minuten bist du komatös. Gorky Fürst am erster Mann. Themenwechsel. Alles klar. Lassen wir einfach mal so stehen. Also, geben wir dir das mal. Gorky, erster Mann. Auf der anderen Seite Caitlyn als Reaktion aufs letzte Spiel. Sicherlich, um diese Long-Range-Kombination nicht nochmal so entstehen zu lassen. Auf der anderen Seite jetzt noch Lissandra und Gangplank. Also da bleibt man sich so ein Stück weit treu. Ist eine Frage der Zeit, bis Ryze nicht mehr auf Platz 1 ist. Ich sehe diese Zeit, ich sehe das nur mit so Genugtuung droppen, muss ich sagen. Ja, der Champion wurde einfach gereworked. Da haben sie gemerkt, dass Rework ist doof zum Balancen und jetzt ist der Champion halt leider dem Untergang geweiht. Das ist halt einfach ein bisschen das Problem. Im Casual-Bereich hat der Typ eine Winrate von, ich glaube, 40%. Das tut dann einfach super weh beim Zugucken. So, was haben wir hier noch? Kalista. Naja, also damit jetzt 3 ADs raus und dazu noch Lulu. Gibt jetzt eh keinen mehr, der, mit dem man in der Protect-AD kommt, nehmen könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Katie jetzt diesmal selber für den Alistar geht. Was haben wir sonst noch, was offen ist? Ja, kommt drauf an, was sie spielen wollen. Sie könnten den Nidalee first picken. Ja, das Ding ist halt einfach, dass ich nicht finde, dass Nidalee... Okay, es kann sein... Wenn sie wieder eine Long-Range-Pro-Combo spielen wollen. Ich meine, theoretisch können sie diesmal für den Ezreal noch gehen. Wenn Samsung den nicht jetzt selber pickt und dann haben sie Nidalee Ezreal schon mal. Aber gerade mit dem, ja gut, man hat die Sandra gebannt. Und dann ist ein Alistar auch nicht mehr ganz so wichtig. Ja, und dann könnte man nämlich einen Braum noch selber picken. Also, das sind natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Ja, der Alistar-Pick jetzt auf der anderen Seite gefällt mir aber auch überhaupt nicht. Also gerade wenn du siehst, okay, die Gegner picken den Nidalee first und du musst so die Option drin haben, dass sie für eine Poke-Combo gehen. Dann müsstest du auf einen Braum, Ja, du könntest zumindest überlegen, einen Braum zu nehmen. Ich habe mit Pocky ein bisschen drüber diskutiert, der findet, dass Braum gar nicht so stark gegen Poke ist, weil es halt eher darum geht, Hard Engage zu haben. Das leuchtet mir durchaus ein. Nichtsdestotrotz ist es halt gerade, wenn man es um Belagerungssituationen geht, sehr, sehr angenehm, den Braum zur Stelle zu haben. Wobei man sagen muss, Braum kann auch mit seiner Ulti einen guten Engage schaffen und du hast ja jetzt auch nochmal eine Poppy für Engage mit drin. Also das kann man schon machen. Aber ja, letztlich, jetzt bin ich auf der anderen Seite viel mehr gespannt. Nautilus gegen Poppy und Trundle. Das ist natürlich, das wäre ein bisschen viel. Man macht es trotzdem. Also man pickt Supporter und Toplane. Als nächstes hält sich also AD Carry und Mitte noch offen. Denke AD Carry auch, um abzuschätzen, in welche Richtung es mit dem AD Carry gehen kann. Ja, ist es Lush noch offen, ist Ezreal noch offen, es sind noch befriedigende Optionen für beide Teams da, sodass man den jetzt nicht panisch first picken muss. Die Priorität von Lushen ist durch den Ulti-Nerf eben gesunken. Ja, meine Lux und Ezreal wären die besten Picks gewesen, die sie ja noch hatten. So, jetzt hat man den Gegner den S-Pick freigegeben. Das heißt, man geht jetzt entweder selber für Lucian oder Varus, der ist halt jetzt frei und damit hat man... Ja, das Ding ist für mich ein bisschen, dass ein Varus zwar ein schöner Pick ist, aber dass man sich den ein Stück weit verbaut hat, dadurch, dass man so wenig Damage gepickt hat. Mit Nautilus und Trundle hast du eine sehr, sehr gute Frontline. Mit Nidalee hast du einen ganz guten Poke. Und wenn du jetzt für einen Varus gehst, dann committest du ein bisschen halbherzig auf den Pokémon, weil du halt eigentlich ein Stück weit... zu tanky bist und gegebenenfalls zu wenig Schaden hast. Auf der anderen Seite gucken wir mal, Poppy kann tanky bauen, Elise kann das, Alistar, Ace ist auch immer noch einer dieser Champions. Tut es. Das wäre interessant. Nein, ich will den Jhin. Wechsel mal wieder. Ah, Arrow, aber allerdings finde ich, ehrlich gesagt, Arrow ist so ein starker AD Carry. Ich würde ihn gerne mal auf einen anderen Champion als Lucian sehen. Ja, aber Lucian ist ja einer der Champions, wo du am meisten deinen Skills zeigen kannst. Ne? Ash. Deswegen spiele ich ihn auch nicht. Ist auch kein AD Carry. Aber wir sehen Lucian und Varus tatsächlich. Das heißt, der magische Schaden hier hauptsächlich über die Nidalee mit Wein. Natürlich darf man Nautilus nicht unterschätzen, aber er wird natürlich keine AP-Items bauen. Aber trotzdem ist sein Schaden ziemlich hart. Also die 2E-Rotationen geben dir da gut mal 650 Damage rein. Das ist durchaus was, womit man ein bisschen auskommen muss. Eine Lösung dafür ist meistens, dass du auf einen Supporter eine Aegis baust und die Magieresistenz, die jeder in deinem Team bekommt, reicht dann quasi schon aus und den Rest haust du dann auf Armor drauf. Für mich ist ein bisschen das Problem, dass ein Varus besonders dann gut funktioniert, wenn du mit viel Cooldown Reduction und viel Rüstungsdurchdringung baust und Fettrüstungsdurchdringung wird extrem schnell ineffizient, wenn die Gegner einen guten Grund haben, viel Rüstung zu bauen. Dann brauchst du eher diese Prozentuale. Natürlich ab dem Moment, wo er dann auch noch seiner Swisspart wird es gut werden. Allerdings kann er auf dem den halt auch hart abused werden. Und ich glaube, LeBlanc wäre hier ein traumhafter Pick, auf den Crow noch ein bisschen Rache nehmen könnte, weil eben hat ihn ja Fly ein Stück weit fast vorgeführt. Ja.
denke auch, also mit LeBlanc könntest du dem Varus definitiv gut zusetzen und man entscheidet sich auch für diese Variante. Samsung, muss ich sagen, gefällt mir gut mit einem sehr abgerundeten Team. Ja, sie haben alles drin, sie haben Long-Range CC, Tower-Dive-Potenzial mit Elise und mit Alistar. Alistar brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Sie haben eine LeBlanc, das heißt, sie haben sowohl Burst, aber mögen trotzdem lange Kämpfe mit dem Ezreal. Da ist alles drin, was du haben möchtest. Während KT natürlich ein klares Konzept hat. Sie haben sehr viel physischen Schaden mit zwei AD-Carries. Varus auf der Mitte, gehen viel über Poke mit Varus und Nidalee. Heißt aber auf der anderen Seite, wenn sie dann einmal gecatcht werden, werden sie es schwer haben. Ja, für mich ist die Pick-and-Bun-Phase von KT nicht verständlich gewesen. Warum man Trundle über S-rated in so einem Matchup, kann ich nicht verstehen. Dadurch hat man sich ein bisschen was auch weggenommen, noch einen anderen Support zu nehmen. Zumal, ehrlich gesagt, Top-Lane und Support ja schon gepickt gewesen ist. Poppy und Alistar konnten sie ja dir nicht mal den Trundle wegpicken. Nee. Höchstens im Jungle. Ding war halt einfach wieder, dass man Trundle Support als Antwort auf die Poppy Toplane sieht. Ne? Das darf man nicht vernachlässigen. Allerdings war Alistar eben schon gepickt, also keine Gefahr. Ja, aber du musst halt die Antwort nicht sofort niederschreiben, ja, oder? Ja, zumindest wenn du eh... Du kannst ja die Antwort vorbereiten. Ja. Ja, und ist ja eh egal. Also so oder so konnte man den Trundle nicht wegpicken. Also KT meines Erachtens hier mit einer schlichten Pick-and-Bun-Phase. Die Kombo wird trotzdem aufgehen, einfach weil sie sehr, sehr simpel gestrickt ist. Aber man hätte mehr aus diesem Anfangspick oder von der Spielidee, die sie hatten, rausholen können. Aber jetzt holt erstmal OGN wieder das Maximale aus so einem Intro raus. Ja, und da sind wir schon. Katie Roadster gegen Samsung. Spiel Nummer 2. Katie Roadster führt momentan mit 1-0. Und wir sehen zwei sehr unterschiedliche Konzepte einer Team-Comp. Wir haben zum einen natürlich diese Poke-Comp auf Seiten von Katie Roadster. Auf der anderen Seite Samsung. Eine sehr, ja, wie gesagt, abgerundete Comp. Ehrlich gesagt. Die ich persönlich allerdings ein bisschen besser finde. Interessant auch LeBlanc mit dem verderbten Trank, das sehen wir häufiger mal, möchte sich da von Varus nicht aus der Lane ziehen lassen. Was man auch sieht, was sehr interessant ist, die Läuterung auf Varus hätte man jetzt nicht unbedingt so vermutet. Gegen LeBlanc hätte man wahrscheinlich gedacht, da kommt sowas wie eine Barrier. Aber das Ganze sicherlich auch gegen den CC, gegen den Gank mit Elise. Und du möchtest natürlich auf was ganz anderes hinweisen, und zwar Deathfire. Deathfire Touch auf Varus! Die Erklärung dahinter ist sehr simpel. Du hast mit Varus zwar durchaus sehr simpel die Möglichkeit, Thunderlord zu pocken, weil du, wenn du ein W, also die Passive vom W-Auto-Tech und dann ein E machst, dann hast du schon den Thunderlord Proc, weil das quasi als zwei Hit-State, ähnlich wie bei Lux. Allerdings. Oder bei Morgana. Oder das. Du. Ja, eher wie bei Lux war das mit dieser passiven. Die Passive wird abgebaut und zählt als eigener Damage-Spell. Oder wie der Siege bei LeBlanc zum Beispiel. Es geht einfach nur darum, dass er diese 7% Rüstungsdurchdringung will, die unabhängig vom Bonus etc. sind. Also es ist super stark auf einer Adela das mitzunehmen. Skaliert dafür einen Ticken langsamer, ist gerade im Early- und Midgame nicht so stark. Allerdings, ja, Midgame ist es dann schon wieder eher nicht stark. Ich denke, rund um die 22. Minute hat sich das dann ungefähr ausgepegelt. Und das ist für Varus ja genau die Zeit, wo er aktiv werden will. Und oh Gott. Wow. Warum? Ganz schön verlangsamt, Breath auch gar nicht bei ihm gewesen, ist Roman gewesen. Ja, das war ja eine Taktik, die mir gut gefällt. Sie sind dafür gegangen, dass sie die Golems XP komplett an S gegeben haben, komplett an Alistar gegeben haben, der damit sofort mit den Gang probiert, um LeBlanc möglichst früh einen Vorteil zu verschaffen. Varus in dem Moment allerdings zu weit reingepusht gewesen. Ja, und die Rechnung dafür musste in diesem Moment Des sein, der quasi die Suppe ausgelöffelt hat, die ihn sein Team da eingepackt hat. Ja, und das ist, die Suppe schmeckt ihm gar nicht, wie man sieht. Also, er hat jetzt schon einen guten Farmrückstand, war da mit Level 1 unterm Turm viel kassiert. Man sieht, wie stark tatsächlich auch die Alistar Heilung sein kann mit diesem Windseeker als Mastery. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht der Start, den du hinlegen möchtest als LED Carry, nicht als Corey JJ und vor allem nicht, wenn du im letzten Spiel auch schon zurückstecken musstest im Early. Als Ezreal gegen die Caitlyn, jetzt gegen Lucian Trundle. Oh, Ambition jetzt hier natürlich in Gefahr. Scores zur Stelle, muss er wahrscheinlich rausfallen. Ambition direkt den Flash, aber da geht's sofort hinterher mit dem Flash und das überlebt er nicht.
First Blood, ärgerlicherweise allerdings der Killer von Chani. Flash oben auch nochmal weg. Score wird abgerissen. Da ist Corey JJ zur Stelle und jetzt der Chani. Und hier wird überall gekämpft. Ist das noch Korea? Der Schilder war da. Sunday allerdings mit dem Kill gegen QV, welche er sogar extra noch geflasht hat. Wow! Johnny! Welcher Tag, welche Uhrzeit ist das? Ist das Korea? Die sehen aus wie Koreaner, aber das ist in der NALCS auch häufiger mal der Fall. Da sind 3 Kills in 3 Minuten. Jetzt der Teleport. Ich hätte gefeiert, hätte noch Sunday abgerissen. Aber Sunday ist einfach so bockstark. Ja, der gibt sich da natürlich in dem Moment dann da keine Blöße und spielt das sehr souverän runter. Der Fight im Top-Lane-Jungle war super witzig, weil er so 3 Phasen hatte. Erstmal der Catch of Elise, dann quasi der Catch of Nidalee, die da panisch ausgeflasht ist. Und dann danach halt eben nochmal das S dazukommen, um das Ganze zu finishen. Könnte man noch 2 Phasen einteilen, sind wir ehrlich. Aber so oder so, sehr unterhaltsam. 3 Phasen klingt aber cooler. Ja, finde ich auch. Und Crown wird jetzt hier lange warten mit dem E, um ihn dann zu treffen. Schön gemacht. Und sollte jetzt... Ah, hat er gut gemacht. Zurückspringen. Ich wollte gerade sagen, um den Thunderlord Pog abzuwehren, aber den gibt es ja gar nicht. Scheinbar gibt es hier... ich habe natürlich immer ein kleines Auge auf den Twitch-Chat, wenn wir jetzt erstmal sehen, wie der gute Score hier ein Auge auf die Midlane hat. LeBlanc schon mit relativ wenig Mana. Muss jetzt wahrscheinlich in die Base sogar. Ja. Also da gibt es ein bisschen ab. Das ist... ein bisschen Unverständnis dafür gab, dass ich den S so deutlich über einen Trundle rate. Das Ding ist, und ich sehe mich da 100%ig im Recht, ja, liegt daran, dass Alistar, das Trundle in dem Moment vom Gegnerteam nicht mehr gepickt werden konnte. Da haben wir es ja gesagt. Ja. Die haben ja Poppy und Alistar. Aber scheinbar, sollten wir es nochmal sagen, in dem Moment hatten die Gegner Poppy und Alistar. Das heißt, die Position, wo du Trundle spielen kannst, sind Toplane und Support. Und beide Positionen waren schon gepickt. Das heißt, der Trundle, wenn du ihn willst, kommt zu 100% durch. Der S nicht, denn ganz offensichtlich ist er dann von Core JJ gepickt worden. Niemand zweifelt an, dass der Trundle ein guter Pick ist gegen eine Poppy oder gegen einen Alistar. Niemand zweifelt das an. Ja. Das eine hat nur mit dem anderen einfach in dem Fall nichts zu tun. Ja, und generell ist natürlich auch dieser Mythos, der ein bisschen von Maxim natürlich auch ein bisschen versteckt wird, dass ein Blue S kein Damage macht, ist durchaus etwas, was wir in EU und NA immer wieder als ein Gefühl weil haben. Weil die einfach viel kürzer fighten. Ja, weil die viel kürzer fighten, weil es ein Stück weit auch anders ist und gerade in China, wo auch sehr viel gefightet weißt wird, was wo die schön, S allerdings auch perfekt spielen, macht der dann wieder unfassbaren Damage. Weißt du, was schön wäre? Jetzt so ein unnützes Wissen, eine Winrate von einem Ezreal in China und Korea zu haben. Weil in China und Korea hatten Ezreal eine unglaublich hohe Prio im Vergleich zu NA und EU, wo er kaum Beachtung findet. Jetzt mit der Tiefladung Flash sogar nochmal ran. Das kann die Poppy nicht abwehren. Und QV, apropos abwehren, oh Gott, der Speer trifft die Score! Oh, die Vasallen! Oh Gott, halt sich da nochmal. Wow! Also, dass er da beinahe noch gestorben wäre, hat er das Nidalee-Speer nicht getroffen. QV auch mit einem schönen Schlenker letztlich, aber nichtsdestotrotz, der Kill ist da. Sunday hätte sich auch bedankt, wenn er da noch gestorben wäre. Ja, ich glaube auch, dass er den da leicht einen Zit reingehauen. Jetzt natürlich unangenehm für Poppy. Der erste Tod war nicht so schlimm, weil TP noch ab war. Allerdings jetzt natürlich gefährlicher. Top Lane Arrow schon mal mit dem Heal. Gut gemacht von Alistar hier. Ja, oh! Crown auch wieder das mit haben wir Score so selten. Zusammen. In der LCK ist ein Spectator nicht schnell genug. Dieses Spiel hat auf einmal die komplette Action, die wir eben verpasst haben. Gefällt mir gut, wie Katie hier jetzt auch ein Stück weit. Ja. Warum nehmen wir nicht die Kills in Teamfights und packen sie ins nächste Spiel? Ja. Das war so der Gedanke. Gefällt mir gut. Also Tia jetzt auf Varus, der natürlich auch ein Stück weit daran profitiert hat, dass die Muramana jetzt schneller stackt. Ja. Aber jetzt, Chani momentan noch alleine auf der Lane Arrow zurückgegangen. Moment, der hat doch nicht keine Items, oder? Werden wir gleich mal sehen. Hier mit der Kette ist wunderbar und dann der Nidalee. Und das ist halt Deathfire Touch. Das war der Key, war wirklich von Deathfire Touch. Und das ist halt super bitter, wenn du dagegen spielst und so leicht tiltest, weil du denkst, ja, ja! Nein, du bist tot. Ja, vor allem, weil es eine Mastery ist, die du. Ja, was er ist nicht häufig, siehst du so also auf Assassin auf der Midlane oder sowas. Ja, also zum Beispiel auf so einer Ahri oder so siehst du sie ja durchaus auch. Ja, aber da nimmst du eigentlich auch gerne Thunderlords, um nochmal diesen Extra zu haben. Also ja, also man kann beides machen. Nachdem bei die da die Auslegung ist. Hier hat es halt wunderschön harmoniert und funktioniert und Katie Rollster dadurch momentan auch goldtechnisch gut vorne. Na, Johnny schaut hier noch verzweifelt nach einer Ezreal Winrate. Ja, aber die... in seinem unnützen Wissen. Mein Kopf wurde schon ausgeblättert. Verjesset. Mori, wirklich.
Da geht nichts. Das ist tot. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die LPL gibt uns keine Champion-Sets raus. Ich bin natürlich noch nicht am Ende meines Wissens, aber ja, die Mittelfights sind sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Hexunker jetzt als nächstes Item geplant auf Varus. Gibt ihm da ein bisschen mehr, ja, Freiraum wahrscheinlich. Ja. Katie Rollstar, wie gesagt, momentan voraus. Vor allem, wenn Sunday vorne ist, ist das etwas, was du grundsätzlich nicht haben möchtest. Auf Nautilus nicht ganz so schlimm. Allerdings wird er dann auch dieses unzerstörbare Bollwerk sein, was einfach mit der R-Taste quasi den ganzen Champion rausnehmen kann, einfach weil er dann CC'd ist. Crown auch, dadurch, dass er gestorben ist, nicht mit dem fertigen Morellos dann wieder zur Stelle, was Fly ganz zugute kommt. Er ist momentan sowieso schwächer. Ist vom Itembild sowieso auch verzögert, denn man sieht halt, die Träne, das kostet, das dauert dann, bis er dann später im Lightgame-Bild ankommt, das ist normal. Dazu ist er gezwungen, auf den Hex-Shrinker zu gehen, weil er gegen den LeBron spielt. Allerdings funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Crown muss wieder zurück, hat keinen Mana mehr und dieser Kill hat auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Macht dadurch natürlich noch nicht ganz so viel Schaden, weil er jetzt beispielsweise, wenn er eine Geistessicht sich, Geistesklinge, früh holen wollen würde, was normalerweise ja nichts Unübliches ist, dann kann er das jetzt eben nicht. Denk aber an Hexstrinker, ist halt einfach ein wunderschönes Item, wenn du ein AP-Matchup als AD-Laner auf der Midlane, kommt das ja häufiger vor, hast. Ja, stimme ich dir zu. Jetzt versucht man hier natürlich ein Stück weit Druck auf diesen Töter aufzubauen, einfach um diesen Vorsprung, den KT hat, jetzt hier langsam auch in Objectives umzumünzen. Wir haben ja eben davon geredet, wir haben ja schon es gefühlt, eine Million Mal gesagt, wenn wir jetzt CK gucken. Objectives, Objectives und am Ende wieder Objectives. Wenn wir jetzt hier neben hier schon die nächsten tricky Tricks probieren. So schaut's aus. Also Objekte natürlich das Allerwichtigste. Stand ist aktuell da auch 4:1 mit dem 2000 Gold Vorteil. Und was sich sehr freuen wird, Someday mit dem Zerod Portal möchte er natürlich als nächstes dann auch noch holen. Hat Barmis Glutstein noch mit dabei. Sicherlich für den Sonnenfeuerumhang auch, um noch ein bisschen schneller die Wave rauszupushen, was er dann zusammen mit dem E-Spell durchaus gut kann. Generell die Sidelanes sehr, sehr wichtig an Bedeutung. So, ich habe natürlich jetzt hier weiter mein Gehirn einfach nur blättern lassen und blättern lassen und blättern lassen und es gibt keine Daten von China. Aber Korea jetzt danach gucken. Ja, Korea habe ich auch. Da ist die Winrate bei 37%. Das ist nicht so beeindruckend. Nee, das ist nicht so beeindruckend, leider. Nichtsdestotrotz habe ich für alle großen Regionen nachgeguckt, wie denn so der Damage per Minute ist. Und es ist von allen gespielten ADCs, der mit dem mit Abstand meisten Schaden pro Minute, liegt natürlich daran, dass er ein Poke-Champion ist, gegen Champions übrigens, bevor da jemand um die Ecke kommt. Kaitlyn liegt da schon gute 50 Damage pro Minute hinten und selbst ein Corki, dem man ja auch unterstellen würde, dass er in der Lage ist, da sehr viel rauszuhauen, muss sich da deutlich geschlagen geben. Also zumindest aus der Sicht ist es der definitiv ganz gut dabei. Allerdings ist das natürlich immer so ein Wert, der relativ unaussagekräftig ist. Wenn wir jetzt hier ein paar Pixel verlieren, müssen die Jungs von KT aufpassen, dass sie nicht ihr Leben verlieren. Oh Gott, das ist ja der Cleanfeed heute hat aber echt so ein bisschen seine Macken, oder? Der ist ein bisschen zickig. Habe ich so das Gefühl. Ja. Bisschen sehr. Oh Gott, jetzt geht's ja wieder in Richtung Gameboy. Soll ich wieder die Tetris-Melodie aus dem Schrank holen? Wow. So, wenn das jetzt nicht gleich besser wird, keine Sorge, Freunde, ihr habt jetzt ein... Das geht noch schlechter? Wow, was ist das denn jetzt? Ich glaube, das ist der Holger, die drei Pixel. Wow. Die sahen glücklich aus. Ich glaube, der eine weiße Pixel war ein Auge. Wenn du denkst, kann ich schlechter werden, dann wird es auf einmal noch schlechter. Ich bin mir relativ sicher, dass das hier die Botlane ist. Könnte natürlich auch... Wow, und nochmal eine Schuppe drauf. Warte, wir werden das, wir werden gerade mal eine Clean Feed neu laden. Ich rate mal. Wir werden gerade eine Clean Feed neu laden. Zum Glück passiert da ja gerade nichts, aber was zur Hölle passiert hier? 144p. Nintendo DS oder so hat wahrscheinlich mehr. Ja, viel. Die Nintendo DS ist richtig nice. Wie viel hat er eigentlich? Weiß nicht, aber das sieht recht sexy aus. Also mein Handy hat auf jeden Fall mehr. Oh, warum aber mein Handy hat auch QHD. Also, Nintendo 3DS steht ganz oben auf meiner Wishlist für meinen nächsten, für Weihnachten. Wegen dem neuen Pokémon? Ja, selbstverständlich. Vor allem, weil ich die letzten drei Pokémon nicht spielen konnte. Und ich das wäre auch echt eine Idee. Kriege. Also, da würde ich mich freuen. LeBlanc mit Morellos. Standard. Gegnerteam hat kaum AP-Schaden. Da brauchen wir diesmal keine Diskussion zu führen. Früher Power Spike. Gefällt mir gut, die Wahl. Wird möglicherweise gegen dieses Team sogar ein Stundenglas holen. Allerdings nicht als
Zweites Item, aber es geht vielleicht schon, ja? Man kann zumindest den Seeker als zweites Im Item Übrigen, holen. Ein echter Fan schaltet auch in 144p. Oh ja, ich seh's. Ja, offensichtlich. So, aber wir haben's behoben und das sollte hoffentlich auch passen. Caterot nach wie vor mit diesem Goldlied in der 13. Minute auch dieses Bild flackern, falls ihr das aussieht. Ja, heute ist wirklich so ein bisschen der Wurm drin. Nichtsdestotrotz, wie wird dieses Spiel sich jetzt weiterentwickeln? Das ist die Frage. Wir haben jetzt die Rotation nach unten gesehen. Oh, das ist bitter. Trifft die Wahrheitsultimate nicht. LeBlanc hat allerdings keinen Mana mehr. Ich denke, bald dürfte der Drache ein Thema sein, der in diesem Spiel noch komplett unbeachtet ist. Ungewöhnlich, dass wir mehr Kills als Drachen haben in einem koreanischen Spiel. Finde ich ein schönes Maß. Es wird irgendwann dann auch in der meinen Statistiken auftauchen. Kill pro Drache. Ich finde, das hätte was. Score jetzt hier im 1 gegen 1 Game. Bisschen muss aufpassen da natürlich, denn da kommt Varus mit Fly. Schön der Repel. Chani allerdings ebenfalls zur Stelle. Und mit dem Flash holt er sich den einfach mal ab, weil er es kann. Und das war ein Flash Ignite Key vom Support. Ja, Dubstep Ignite. Weil du es kannst. Ja. Ja. Okay, also man geht jetzt hier den Drachen an. Dein Gesuch wurde also in dem Moment erhört. Ich bin sehr überrascht, dass Varus hier die LeBlanc einfach so richtig verprügelt. Also die ist ja chancenlos. Liegt natürlich ein Stück weit daran, dass sie sich für Hex... Crown. Und Katie immer natürlich noch mit der 100% Winrate beim ersten Drachen. Haben sie ja eben das Game auch gewonnen. Tja, was ist für mich ein bisschen das Problem gerade? Es ist, dass Katie ihren Goldvorteil, den sie haben... ich denke jedes Mal, die ist buggy. Nicht in Objectives ummünzen. Weil die so kurz ist, meinst du? Ja. 5-1, jetzt fällt der Tier-1 Mid-Shield. Sehr interessant, dass der erste Tier-1 Mid-Shield, der fällt ein Mid-Lane-Shield, das sehen wir ganz, ganz selten. Weil normalerweise entweder durch einen Lane-Swap oder durch einen Jungler-Gank die Sidelanes früher genommen werden. Das öffnet die Map natürlich jetzt sehr, sehr. Und dann Bitchen jetzt im 1-1 gegen Score, der will flashen. Sieht man einfach daran, dass er zu der Wand geht, wo er nicht drüber hüpfen kann als Lily. Dann weißt du mal, okay, der wird flashen. Elise hat keinen Flash, hat sie eben schon verloren. Score also den Red Buff bekommen und den Flash verloren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das worth war. Im Übrigen, unnützes Wissen bei Mori. Als ob du jetzt... Level over 9000. Okay, oben geht's jetzt rein. Kurve in Bedrängnis wird hier angegangen. Der Red Buff hilft da natürlich weiter. Ja, sehr schön. Du machst die Fights, ich mach das Wissen. Das ist Season 6 World Championship Cycle. Nein, LPL 2016 Season Spring. Champion Stats. Spring Season. Klappt ja gerade die Kinnlade runter, lieber John. Ich bin skeptisch, weil ja selbst... Also, Ezreal Winrate 54% China. Just saying. LPL 2016 Season Spring, Johnny. Ah, das ist interessant. LPL. Du darfst mir gerne auf die Schulter klopfen. 54% Ezreal. Unnützes Wissen. Over 9000 bei Mori. So, was der Johnny nicht hinkommt, macht der Mori in der Zwischenzeit. 6-1 im Übrigen. Kate Rolster geht jetzt zum nächsten Turm. Samsung will natürlich ihren Turm auch bekommen, während Arrow und Tachani jetzt verzweifelt das versuchen zu verteidigen. Mit der Lucian-Ulti. Ah, es ist halt schwierig geworden. Die Vasallen bekommt man weg. Wrath versucht natürlich da nochmal die Heilung hochzudrücken, damit man da nicht so viel Turmschaden bekommt. Das klappt natürlich auch. Der Turm ist Geschichte. Und jetzt muss er mal springen. Fly, muss man sagen, hat das unglaublich gut unter Kontrolle in der Midlane. Ja, macht ja gut, der Junge. Wie Johnny jetzt verzweifelt versucht, das zu reproduzieren. Ja, natürlich. Ja, der hat man ja immer wieder aus. Trunner jetzt hier gegen Ambition dran, wird da von Alistair einmal hochgeworfen, aber jetzt ist die Wahrung so da. Natürlich sofort weggehauen von Alistair. Das ist da sehr, sehr angenehm. Aber das wird kein Kill werden. Nein. Der kommt auf jeden Fall weg. Call JJ ebenfalls einmal mit den eisgebundenen Handschuhen drauf. Die Verlangsamung lässt sich einfach nicht hinterherkommen. Man muss trotzdem sagen, gerade mit dieser Comp ist es halt sehr, sehr hässlich, wenn Katie Rolls da vorne ist. Nehmen sogar den nächsten Turm und damit noch mehr Goldvorteile. Sobald sie allerdings hinten sind, hätten sie mit dieser Combo auch ein Problem, weil dann Varus und Lucian in dem Moment nicht mehr genug Schaden machen, auch niederlinig, die keinen Stab der Zeit hat, also nicht das skalierende Item. Jetzt allerdings geht es eben gegen Someday auf der Top-Lane. Sehr viel CC. Der hält natürlich einiges aus, dürfte gleich sein Schild wieder da haben. Und jetzt einfach mit dem Anker Richtung Re-Engage. Sehr, sehr mutig, trifft aber den Anker nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Fake gewesen ist. Wichtig für ihn allerdings, das erstmal nicht zu sterben. Das ist schon wirklich sehr interessant, muss man sagen. Hast du es reproduzieren können, Johnny? Ja, ich konnte es reproduzieren.
bin immer noch irritiert. Dass du das nicht hinbekommen hast? Na, nee, dass die, dass LPL-Stats gesammelt werden, weil das ist genau das, also ihr müsst euch vorstellen, es gibt von allen großen Regionen, gibt es immer quasi so ein Lexikon, wo du findest, wie die Champion-Stats etc. und so weiter sind. Normalerweise ist es allerdings so, dass, das sieht man auch immer wieder auf Twitter, wenn man den gängigen Analytikern folgt, dass LPL das nicht tut. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Das liegt, glaube ich, ich habe eine Argumentation gehört, dass einfach das Studio, in dem China gespielt wird, keinen eigenen Server zur Verfügung stellt dafür und deswegen die Leute das quasi per Hand machen müssen. Die Stats, die wir jetzt hier haben, sind auch nicht hundertprozentig aktuell, sind allerdings von vor anderthalb Wochen und das reicht ja vollkommen. Das ist ja interessant, weil ich glaube, dass das... boah, diese Void-Things, ne? Die einfach Minion-Waves zerstören. Es ist brutal! Guck dir das mal an. Bevor die Minion-Wave überhaupt an der Minion-Wave ankommt, ist ein Minion tot. Vor allem die Minion-Wave massiv und verschiebt da. Ja, wobei das natürlich wiederum eigentlich für einen stärkeren Push für Samsung bedeuten würde. Aber ja, das ist halt echt was. Ja, trotzdem verschiebt sie ja die Minion-Wave nach rechts zunächst einmal. Oh, Score! Der kassiert das mal gut. Hachani mittendrin ist jetzt kein Alistair mehr, flasht weg und der bekommt schon wieder im Vision, also das Ignite hat sich schon ausgezahlt auf ihn. Ja. Trundle mit den Kills. Ja, Flyder allerdings natürlich mit dem entscheidenden Hit in dem Moment, also das war stark. Oh, was ein guter Flash-Engage, pulverisieren, allerdings Scorin-Jaja ebenfalls mit dem Flash weg und damit komplettes Niermin abgefangen, nichtsdestotrotz Aaron nochmal hinterher mit dem Dash, aber sehr, sehr tief der Turm. MVP, was Schaden angeht, mit dabei, Hachani hat's erwischt. Wow. Also, Zack. Dass Arrow da so tief reingeht, hätte ich nicht kommen sehen. Er war natürlich ein bisschen wütend. Er hat eben keinen Assist bekommen, keinen Kill bekommen, hat immer noch keine Killbeteiligung. Er will natürlich Kills. Allerdings da dann ein Ticken zu tief drin. Das war, was das Ganze überlebt hat, hat er natürlich seinen Hexfinger zu verdanken in diesem Moment. Wir sehen jetzt hier nochmal die Aktion. Jetzt mal darauf achten, was mit Elise gleich passiert. Oh, schöner Interrupt. Aber jetzt Elise, dieser Schaden von Varus ist halt einfach richtig hart in dem Moment. Da kommt richtig gut Damage rüber. Fly kassiert dann viele, viele Qs von CoreJJ. Jetzt hier gleich den nächsten. Und dann eine gute Reaktion von Alistair, der diesen Flash-Engage macht. Aber man hat einfach nicht den Damage. Da fehlt es halt einfach in dieser Phase. Lucian hielt Varus das auch ganz, ganz wichtig. Und dann seht ihr hier dieses Hex-Drinker-Schild, was ihn dann einfach rettet. Auch gut, dass er nicht aus dem Fight komplett rausgeht, sondern nur auf eine sehr weite Distanz weggeht, um dann nochmal einen Q zu schießen. Fly gefällt mir in dieser Runde hier wieder sehr, sehr gut. Der MVP vom letzten Game scheint auch in diesem Game wieder in diese Rolle schlüpfen zu wollen. Auf alle Fälle. Samsung hat keinen AD Carry. Also ich glaube, wir sind gerade dabei eigentlich, dass Ezreal kein guter AD Carry ist, Mysterium aus dem Weg zu räumen. Wie gesagt, China 54% Winrate. Und auch in Korea deutlich beliebter als EU und NA. Deutlich höher priorisiert. Nichtsdestotrotz ist KT in diesem Spiel auf jeden Fall das bessere Team und damit hat der Ezreal-Pick herzlich wenig zu tun, meiner Meinung nach. KT einfach mit guten Rotationen und Someday, der einfach ein absolut starkes Spiel macht. Dazu eine Hachani mit Ignite, der einfach mal drei Kills hat, während Arrow 0-0-0 steht. Das hast du auch nicht häufig. Arrow normalerweise einer der besten AD Carries, aber jetzt hier die Kette auf Drone! Und dann swap sofort das Q von Varus auch noch durch. Damit viel Schaden genommen. Und mit dieser Pokecomb, wenn du mit einer Pokecomb vorne bist, gibt es nichts Hässlicheres, als dagegen zu spielen. Auf der anderen Seite, wenn du mit einer Pokecomb hinten bist, hast du wiederum ein großes Problem, weil du dann einfach engaged werden kannst und der Poke nicht wehtut. Ja, aber für mich fehlt gerade das Verständnis von Samsung für die Comp, die sie haben. Weil sie spielen das über weite Strecken so unfassbar defensiv und warten so lange, bis sie engagen, dass sie dafür einfach nur bestraft werden müssen. Also, wenn wir sehen, wie viele Qs Varus schießen kann, da kann es mal passieren, dass du von Varus Q getroffen wirst. Ist gar kein Problem, das passiert im besten Mal. Sehen wir jetzt hier auch in LCK, das sind ja die besten Spieler. Oh, oh mein Gott. Und einfach nur tot. Die hat einfach Flash ab. Ja. Oh, Tieflader auf ihn drauf, Someday mit dem Kill dann. Und sofort geht's dann rein. Der Kerngedanke ist von die Bobby-Ulti. Sehr, sehr schön mit dem Disengage stehen da. Zwischen zwei Türmen soll allerdings egal sein, die Basanwelle zur Stelle und den Turm kann man abreißen. Aber du hast natürlich recht, also normalerweise gegen eine Pokecomb musst du engagen. Und das passiert hier viel zu selten. Man wartet oft auch, bis Alistair sein Flash abhabt. Aber man hat ja auch mit Poppy zum Beispiel noch eine Möglichkeit reinzugehen. Aber Poppy wird halt auf die Toplane gebunden mit diesem Portal. Das ist genau die Stärke, die dieses Portal hat. Du kannst quasi, eine Poppy ist kaum in der Lage, gegen den Nautilus mit diesem Portal die Lane mal rauszupushen. Weil natürlich, sie kann gegenhalten, aber das ist nicht das, was sie bräuchte. Das, was sie bräuchte, ist, dass sie die Wave
bis zum gegnerischen T1 führt oder knapp davor pusht, damit sie dann ein, zwei Waves die Lane verlassen kann, ohne einen Turret zu verlieren, um dann eben eine Flank zu sichern. Das unterbindet Nautilus mit diesen aggressiven Push-Items, dazu noch Iceborn, was wir wirklich nicht allzu oft sehen, um nochmal besonders viel CC auch zu geben. Und das ist halt eben genau die Stärke jetzt hier gerade von KT, die das sehr, sehr gut ausspielen und für mich hier gerade Samsung ja doch ein bisschen deklassieren in dieser Phase des Spiels. Ja, sind hier gut vorne natürlich auch im Gold und damit wird auch der Baron so langsam ein Thema. Drachen steht man 2-0, aber das meiste Gold eben durch die Türme, wie du schon gesagt hast, also gerade mit dem Zero Portal kann man solche starken Situationen erzeugen. Entweder ist Poppy halt nicht beim Team oder oben pusht hier die Lane halt rein und das, diesen Umstand nutzt Samsung sehr, sehr gut. Vor allem ist da eine Pokemon sehr gut mit bei und man merkt halt, warum Nautilus ein guter Pick ist in der Pokemon, weil er diesen Itembild einfach fahren kann. Ja, und weil du auch die Möglichkeit hast, mit Nautilus jederzeit auch ein Fight zu forcen. Also wenn du Leute mal ein bisschen Garrus hast, dann hast du mit einer Pokop normalerweise das Problem, dass die Leute sich einfach zurückziehen. Nimmst du Objectives, ist immer noch cool. Aber mit Nautilus hast du auch die Engage-Chance auf Leute, die schon relativ low sind. Und wie die jetzt hier weggesohnt werden, die Jungs und Samson, ist halt einfach brutal. So, QV muss irgendwas probieren, muss da rein. Die Ezreal Gold, die geht da nochmal durch. Allerdings das Ganze so ein bisschen irrelevant. Oh, und jetzt kommt halt genau das angesprochene, allerdings Elise dafür das schlechteste Tage, die geht einfach in die Luft, jetzt wieder auf den Mond. Nautilus wird angegangen, muss raus. Oh, da trifft die Kette auf Crown sofort durch der Fly und dann mit Deathfire kriegt er den Kill. Wrath auf der anderen Seite läuft, kriegt nochmal die Heilung und überlebt das Ganze, wenn auch nur knapp, aber Crown fehlt damit LeBlanc, der Midlaner, einfach eine der wichtigsten Schadensquellen, die man hat und jetzt ist der Weg dadurch in die Mitte frei. Man kann den Inhibitor mitnehmen, sollte allerdings auch nicht zu gierig werden. Der Todestimer ist noch nicht so unendlich lang. Und letzten Endes sollte man hier auch den Schaden von Ezreal nicht unterschätzen. Nee, Code JJ in dem Fight gerade auch mit sehr, sehr viel CC, den er da an den Mann gebracht hat. Einfach mit dem Iceborn. Er trifft wirklich sehr, sehr viel, aber es hilft schöne Poppy Ulti. Jetzt geht man natürlich drauf, entscheidet sich den Kampf auch in der Unterzahl zu nehmen. Und Code JJ, wer sagt, dass Ezreal keinen Schaden macht? Nimmt hier Varus raus. Den Schaden ebenfalls bekommen. Und someday! Da räumen sie jetzt einen nach dem anderen ab. Arrow kann allerdings sich nochmal rauswinden. Die SWLD dann durch. Trifft ihn nicht. Oh, und das Niederweg ganz stark. Ganz stark. Zu mutig hinterher gechased. Hat auch nicht auf der Rechnung, dass Score da ist. Der feedet nur rein. 0-5. Just saying. Warum in aller Welt ist der denn Höllenzepter als erstes Item gegangen? Weil er nur reinfeedet, ihr Söhne. So, gucken wir uns das hier mal an. Alistar verpasst den Engage hier. Hier in dem Moment hätte er schon da sein müssen. Ist trotzdem noch okay und Code JJ macht das Weltklasse. Der Flash vielleicht ein Ticken zu aggressiv in dem Moment, aber trotzdem sehr, sehr gut. Dann danach den King in Nautilus. Natürlich sehr, sehr einfach. Ein bisschen hat ihr Pech, dass die Spinne nicht weitergeht. Aber der Chase, warum in aller Welt? Du siehst den Speer, du weißt, wo Score ist. Du musst ja, also für mich ist nicht das Problem, dass er Chase. Für mich ist nur immer das Problem, wie stellst du dir die Situation vor, wo du noch rankommst. Also was muss passieren, damit du noch rankommst? Und da muss passieren, dass Lucian einfach auf einmal umdreht und dich reinrennt. Und dafür wird er, wenn, einen verdammt guten Grund haben. Und das war hier die Lucian Ultimate. Klarer Missplay hier von ihm, aber natürlich trotzdem ein kleiner Hoffnungsschimmer für Samsung. Jetzt haben sie gesehen, wie es sein kann, wenn sie mit Poppy am Start sind, wenn sie den Engage haben. Und das müssten sie jetzt hier noch 3-4 Mal machen, um zurück ins Game zu kommen. Ja, vor allem, weil der goldene Sediment ist 3-4 Mal so eine Situation. Hallo, wir sind hier in Korea, Johnny. Also, letzten Endes, wir klar. Wir haben 16 Kills in 26 Minuten. Wir sind hier nur wir noch sind hier in Korea. Halbkoreanisch unterwegs. Das sind ja fast schon Halbkoreanisch. Sachen, die wir auch schon in der LCS erleben. Also, jetzt kommt hier natürlich die Gruppierung sehr, sehr gut. Nautilus auf der Toplane. Natürlich mit seinem Portal am Start. Auf der Botlane wird man sich zu viert gruppieren, um dann da die Trills einzureißen. Man hat auf Nautilus den TP und Poppy, die will jetzt hier natürlich den Gage. Die wissen da oben, wir verlieren gerade den Inhib-Turret. Da musst du fighten, da musst du kämpfen, da musst du alles zeigen. Aber Someday hat jetzt den Turm und Teleport ja auch noch oben. Und ja, das sieht nicht wie Fighten aus, sondern wie aufgeschreckte Hühner, wenn man auf die Minimap schaut. Ich weiß nicht, was ein bisschen da nochmal möchte. Vielleicht sich Nummer 6 abholen. Währenddessen einfach der dritte Drachen für KT, damit nochmal ein bisschen Lauftempo. Soll allerdings wahrscheinlich am Ende des Tages auch nicht spielentscheidend sein. Und ja, ein bisschen, der holt sich nochmal den Anker ab. Gerade mit den Eisgeborenen und der Nautilus-Passiven merkt man schon, ja, der hat da einfach null Schnitte gegen so einen Nautilus. So, jetzt sollte KT allerdings nicht den Fehler machen, dieses Spiel unnötig in die Länge zu ziehen. Denn die Gegner haben leider was wieder zurückkommen kann.
was dafür auch Möglichkeiten hat. Deswegen gruppiert man sich hier sehr, sehr schön zu 5 für den Inniptrips. Könnte man natürlich sagen, warum spielen die kein 4-0-1 weiter? Schau mal, wo Kyubi ist. Der versucht jetzt in die Flanke zu gehen. Ja, das ist genau das, was er machen muss. Das ist ja die einzige Hoffnung, die sie haben. Aber gute Vision hier auch in dem Moment von KT. Dadurch, dass sie jetzt eine Inniptrip gefallen ist, gruppieren sie sich jetzt alle, um den Inhibitor erstmal zu nehmen und den Vision. Der macht da weiter, wo er aufgehört hat. Kriegt hier erstmal den halben Leben weggezogen. Ja. Damit geht es natürlich schneller. Und Crone, ein Speer und du bist raus, Junge. Oh Gott, jetzt muss er weglaufen und damit hat man die Chance, dann in den Inhibitor zu gehen, weil LeBlanc einfach weg ist. Zack, das war der Inhibitor. Die müssen groupen und fighten. Also wenn, also gegen eine Poke kommt, willst du nicht lange warten, bis du kämpfst, sondern willst rein. Und da musst du auch mal die Coronis haben und sagen, rein. Wobei, ehrlich gesagt, mit dem Goldunterschied wird es langsam auch das sehr, sehr schwierig, was halt ein Problem ist. Das hier ist jetzt keine bessere Lösung. Was ist mit dem Turret los? Okay. Da waren noch, da waren noch ein paar Reststeine, die umgefallen sind oder so. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist Spaghetti. Achso, also es ist nicht. Ich dachte, es wäre vielleicht normal. Nee, der Inhibitor ist ja schon eingerissen. Ja, ja, nee, es hätte sein können, dass das so Style-Effekt ist, dass der so 10 Minuten später vielleicht nochmal was um oder so. Weißt du, dass da so Ruinen stehen und ich sehe das nie, weil ich so gefokust bin. Es ist einfach nur, bei Riot mögen sie Bolognese. So, und jetzt kommt der Moment, wo Samsung nochmal zeigen kann, was sie drauf haben. Sie sind das viertplatzierte Team zurzeit in der LCK. Sie sind ein absolutes Top-Team. Sie haben gute Einzelspieler. Und jetzt haben sie die Eier! QB rein, Knock-up allerdings nur auf Sunday. Nimmt eine ganze Menge Schaden, bevor das Team zur Stelle ist. Wird selber nochmal hochgeworfen. Score rauf. Reißt hier einfach die Poppy in zwei. Und genauso passiert es auch mit Crone. Also, das ist keine Eier. Das ist, ich weiß nicht, das sind irgendwelche Rosinen oder so, die da gefunden haben. Triple Kill auf Score. Und jetzt will man ihnen auch mehr ermöglichen. Komm, Score, hol ihn dir. Und er wird vorbereitet. Quadra Kill. Komm. Ace. Warum war das kein Penta? Wer hat den Penta geklaut? Dieser Sieg ist auf jeden Fall sicher und eingetütet für KT Rollstar. Aber die wichtigste Frage, Johnny. Wer hat den Penta geklaut? Ich weiß es nicht. Das war übrigens der Trundle Pillar. Keine Ruine. Man lernt nie aus dem Leben. Sah so.